Hallo, da ist der Peter, Peter Elia. Ich will euch heute ein bisschen was erzählen über Baugenehmigung im Grünland. Ich will mich sehr kurz fassen, nämlich erstens, also unter Liebhaberei und Hobby, wenn du Liebhaberei oder Hobby Landwirtschaft betreibst, wirst du nie eine Baugenehmigung kriegen. Das Liebhaberei und Hobby ist nicht abhängig von den Hektar, also es ist völlig egal, selbst wenn du 30 Hektar hast, bist du liebhaberisch und hobbymäßig unterwegs. Es ist völlig egal, wie es das pflegst, es ist völlig egal, welche ausgefallenen Blüh- und Blumensorten du dort hast. Es ist einfach alles egal. Nichts hat einen Wert, was irgendwie idealistisch ist oder meines Erachtens nach teilweise aber dann auch trotzdem sehr, sehr nachhaltig, weil ich ja der Wirt des Landes bin und die Mutter Erde ehre und hüte. Trotzdem, sowas wird nicht subventioniert, sowas wird auch nicht gefördert, sowas ist nicht willkommen, sowas wird nicht unterstützt. Also es ist alles idealistisch, es ist hektarunabhängig. Wenn du Kohle haben willst oder Baugenehmigungen, musst sowieso gewerblich niemals möglich im Grünland. Wenn, dann musst du es als Bauland umwidmen, brauchst du so gute Gründe. Und das Bauland dann umgewidmet, kannst du Baugenehmigungen kriegen. Wir gehen aber jetzt einmal vom Landwirt aus. Der Landwirt kann abbauen im Grünland, aber nur dann, wenn er dort Kohle macht. Also wenn er ein Betriebskonzept hat, wenn er Profit macht, wenn er sein Land bewirtschaftet und zwar mit Gewinn und zwar in Geld gemessen. Da zählt kein Herzensgewinn oder sonst irgendwas. Es gibt dann auch Plus- und Minuslisten. Die Plus- und Minuslisten ist abhängig davon, ob du zum Beispiel bei der AMA bist. Also das ist der Kontrollverband. Also der da was vorgibt, der da Zeiten vorgibt. Das AMA Gütesiegel kennt man ja, ist ein Pluspunkt. Ob du Bio bist, ist ein Pluspunkt. Ob du eine Ausbildung hast, zum Beispiel landwirtschaftlicher Facharbeiter oder wenn du mit Bienen was machst, ob du die Imker-Ausbildung hast oder sonstiges, ob du die Sozialversicherung der Bauern einzahlst, ist wichtig. Und ein weiterer Pluspunkt ist, ob du natürlich einen eigenen Hof hast, ob der auf dich überschrieben ist, ob du Eigengrund hast, Pachtflächen zählen weniger, weil die können ja zum Beispiel nächstes Jahr wieder weg sein, also Eigengrund ist Eigengrund. Dann brauchst du ein Betriebskonzept, wo du also wirklich Zahlen vorlegst. Ein Vermarktungskonzept, zum Beispiel wenn du Fleisch hast, ob du Fleischhof hast oder Milchschof oder Mutterschafe. Wie du die verarbeitest, mit wem, wo also sozusagen die Vermarktungsketten sind. Bei Bienen dann zum Beispiel mit Honig. Vorsichtiger, bei Bienen wirst du keinen Traktoreinstellplatz kriegen. Da brauchst du schon Schof. Dann geht es um die Produkterzeugung, die du für die Schafe brauchst, um die Maschinen, wo du das herstellen kannst. Dann fängt der Grasse auch zum Schließen. Da brauchst du ein gutes Betriebskonzept. Ja, was fällt mir nur dazu? Dieses Konzept kannst du dann am Bauamt vorlegen. Dann wird entschieden, ob das genehmigungswürdig ist oder nicht. Ja, oder ob man es dann eben einfach auch noch überarbeiten kann, verbessern kann. Trotzdem, du brauchst auf jeden Fall Hand und Fuß, du brauchst eine konkrete Vorstellung und wirklich ein gutes Betriebskonzept, um da Chancen zu haben. Unterstützt wird vom Staat Österreich nur, der es wirklich Kohle macht. Es geht um Profit in dem Land. Gut, das war ein ganz kurzes Kurzvideo, ich habe jetzt nicht mehr Zeit, weil ich lade jetzt dann da mein Show da an. Und wünsche euch nur das Beste, Schönste und Lichteste. Das ist übrigens die ganz aktuelle Information, gerade ganz frisch vom Bauamt gekommen. Namaste, Juche.